just wanna know something new about you. Tipps und Gedanken, die uns vor der Reise und bzw. während der Reise gemacht haben. Zu meinem Handy. Es gibt drei große Anbieter hier, Winafone, Mobifone und Viettel. Mobifone und Viettel haben wir nicht getestet, also können wir dazu nichts sagen. Soll aber ähnlich sein wie Winafone. Wir haben uns dann für einen Vertrag entschieden für 30 Tage. 2 GB täglich hat man dann und dann auch noch 50 Freiminuten in den 30 Tagen. Hat insgesamt 8 Euro gekostet und war überall verfügbar, sogar in der Halongbucht. Also mitten auf dem Meer hatten wir LTE bzw. 4G. Ja, sehr gut, sehr gut. Also Handy Winafone. Sehr empfehlenswert, wenn man aus dem Flieger steigt, noch am Flughafen kann man das sofort finden. Zumindest in Saigon, wie es in Hanoi ist. Aber es ist bestimmt genauso. Wenn jemand ein Taxi sucht, der kann natürlich am Straßenrand sich hinstellen und ein Taxi... Du musst mal so machen. Warte, ich mache es seitlich so. Nicht so, mit der rechten Hand. So. Oh ja, mit der rechten Hand. Aber dazu später mehr. Aber es gibt auch noch eine App, GrabTaxi. Man macht einfach GPS an. Da wird automatisch erkannt, wo man gerade ist. Da wird man auch abgeholt. Dann gibt man sein Ziel ein, wohin man möchte. Und dann kommen Preisvorschläge, unterschiedliche Taxi-Kategorien. Möchtest du ein Bike, möchtest du ein Taxi, möchtest du ein großes Auto? Dann kann man das aussuchen und dann wird einer in der Gegend gesucht. Und 3-4 Minuten später steht schon einer da. Vielleicht ruft er dich noch kurz an, um sicher zu gehen, dass du da bist. Aber meistens können sie kein Englisch, deswegen legen sie auch sofort wieder auf. Ja, und es ist günstiger als Taxi und man kann zum Beispiel noch schnell einen Kaffee trinken und dann aus dem Kaffee rausgehen und schon ist einer da, der dich mitnimmt. Der Vorteil ist halt, du weißt, wie viel das kostet. Also da wird auch nichts mehr verhandelt an dem Preis, sondern da ist dann festgelegt. Wenn man ein normales Taxi sich bestellt oder einsteigt, sollte man darauf achten, dass der Taxometer an ist und man sollte den auch, finde ich, die ersten Minuten ein bisschen beobachten, weil wenn die Sprünge zu hoch sind vom Geldbetrag her, dann ist der Taxometer nämlich manipuliert, genau. Und dann sollte man demjenigen auch sagen, du, also ich möchte jetzt anhalten, ich möchte ein anderes Taxi, weil die Sprünge sind nicht so extrem hoch. Nochmal zu GrabTaxi. Gestern nach 10 circa Fahrten ist zum ersten Mal einer gekommen, der gesagt hat, er will uns nicht fahren. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht war die Strecke einfach zu weit oder zu viel Verkehr. Und hat gesagt, no Taxi und hat zur Tür gedeutet. Wir sind ausgestiegen, haben dann schlechte Bewertungen gegeben. Da kann man auch die Fahrer bewerten. Und dann ein paar Minuten später hat mich jemand aus Ho Chi Minh City angerufen und gefragt, was los ist. Also da sind sie auch schnell hinterher, wenn einer dich nicht fahren möchte. Genau. Hotels haben wir alle über Booking.com gebucht, über die App, oft noch am selben Tag, wir sind losgefahren, wussten ungefähr wann wir ankommen, haben das dann schnell Hotel besucht, gebucht und das hat auch super funktioniert. Die Preise variieren ziemlich stark, von 10 bis 50 Euro findet man Hotels, je nachdem wie viel Luxus man hat. Wir haben circa im Schnitt 30 Euro bezahlt, das ist schon höherpreisig hier, muss ich sagen, da hat man auch meistens 3 oder 4 Sterne und noch ein Frühstück inbegriffen. Wir haben uns für diese Preisklasse entschieden, weil wir einfach 120 Euro am Tag für uns eingeplant hatten und da waren 30 Euro, also ein Viertel des Preises für die Unterkunft, doch vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch für uns ein Urlaub. Also wir sind jetzt nicht die typischen Backpack-Reisende, die nur von Hostel oder Dorm reisen, sondern es ist für uns Urlaub, das ist unser Jahresurlaub und deswegen haben wir nicht das günstigste genommen. Richtig. Zur Währung noch, standen wir noch am Flughafen, haben davor uns nie keine Gedanken gemacht, was ist die Währung und ob das, was wir hier am Automaten rausbekommen, doch Sinn ergibt oder nicht. Die Währung ist Dong. Wechselkurs liegt ca. bei 27.000 Dong für 1 Euro. Ich habe immer so gerechnet, dass ich auf 25.000 das reduziert habe und 25.000 1 Euro, 100.000 sind 4 Euro und so kann man das schneller rechnen. So als kleiner Tipp für die Leute, die nicht so gut in Mathe sind. Wenn du super in Mathe bist, kannst du auch mit 27.000 rechnen. Also das heißt, schon am ersten Tag in Vietnam waren wir Millionäre. Sofort, ja. Wir haben dann jeweils 2,5 Millionen abgehoben. Im Nachhinein war das ein bisschen zu wenig, ja. Aber passt. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist das Essen. Über TripAdvisor haben wir immer schnell Restaurants gefunden, neue Umgebung, da sieht man auch die Bewertung. Da es sehr viele Touristen in Vietnam gibt, gibt es auch sehr viel Bewertung. Man kann schnell einschätzen, ob das recht gut ist oder eher nicht.
Reservieren muss man normalerweise nicht, außer in Hue, da gab es eine Stadt, ein Restaurant, in dem man reservieren musste. Aber sonst überall einfach hingehen, die sind froh, wenn du da bist. Oft sind die Restaurants nicht genug ausgelastet, weil ja, sehr, sehr viele Restaurants sind und so viele Touristen gibt es nicht, um in jedem Restaurant voll zu sein. Also es gibt viel zu viel Konkurrenz. Genau. Essen ist sehr vielseitig, es schmeckt auch fast immer. Und auch die europäischen Gerichte, wenn man mal genug hat von vietnamesischen, schmecken auch sehr gut. Ich habe kein einziges schlechtes europäisches Gericht hier gegessen. Also man kann hier auch vielseitig essen. Ich habe auf meinen letzten Asienreisen immer bis 8 bis 10 Kilo abgenommen. Dieses hier ist, glaube ich, nicht der Fall. Zur Sprache, hauptsächlich wird hier Vietnamesisch gesprochen. Englisch funktioniert im Norden, muss ich sagen, etwas besser als im Süden, obwohl im Süden mehr Touristen sind, mehr europäische Touristen sind. Aber im Notfall funktionieren auch Gebärden. Also wie gesagt, jetzt wo wir hier sind, spricht fast niemand Englisch. Wenn man zahlen möchte, holt man einen Geldbeutel raus. Wenn man was bestellen will, zeigt man mit dem Finger drauf. Also es funktioniert. Im Notfall ein paar Wörter, also keine Sätze, kann man auch hier mit den Leuten kommunizieren. Aber es ist doch schwieriger als jetzt zum Beispiel in Sri Lanka, muss man sagen. Ja. Noch ein kleiner Tipp, was schlechte Hand, also was Linkshänder angeht. Also die linke Hand ist hier die schlechte Hand, wenn man jetzt jemandem Geld übergibt. Den Touristen nehmen sie das jetzt nicht so übel, aber trotzdem haben wir uns angepasst und versucht, das zu achten und beachten. Haben wir alles mit der rechten Hand übergeben oder man reicht im besten Fall mit beiden Händen. Manchmal ist es so, dass du Geld rausholst und dann hast du halt einen Geldbeutel noch in der Hand. Dann reichst du halt, musst du die Hand zum Körper tun und dann mit der rechten Hand das überreichen. Ansonsten können sie beleidigt werden. Touristen nehmen sie das nicht so übel, aber wenn man in so ein Land geht, sollte man sich doch ein bisschen anpassen. Wäsche. Wäscheservice, also Laundry Service, wird fast in jedem Hotel angeboten. Kostet auch nicht so viel. In manchen ist es nach Gewicht, in anderen ist es nach Kleidungsstücken. Funktioniert auch wunderbar. Und deswegen, wir haben nie Wäschemangel gehabt. Also wir haben immer genug saubere Klamotten gehabt. Und die sind auch innerhalb von weniger als 24 Stunden oft fertig. Ja, das war richtig gut. Wir haben es ja am Vorabend abgegeben und am nächsten Tag haben wir es schon wieder zurückbekommen. Oft auch gebügelt, obwohl wir das nicht mal bestellt haben. Ja, nochmal kurz zur Sprache. Also manchmal haben wir auch den Google-Übersetzer benutzt. Das ging auch ganz gut. Stimmt, steht auf meiner Liste. Ja. Und der letzte Punkt auf meiner Tippliste ist die Packliste. Wenn ihr genau sehen wollt, was wir mitgenommen haben, schaut einfach unser Sri Lanka-Video vom letzten Jahr. Da haben wir uns dieses Jahr gedacht, dass wir einfach nicht aufnehmen, weil das fast identisch war. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Moskitospray mitgenommen, weil sie hier ein bisschen aggressiver sein sollten. Ist uns jetzt nicht so aufgefallen, aber es war auch kein gutes Wetter für Moskitos. Ja, letztendlich, dadurch, dass wir dann Richtung Norden war das denn, also wie wir den Süden verlassen haben, haben wir eine regnerische Zeit bekommen. Und das heißt, für uns wäre es eigentlich besser gewesen, wenn wir vielleicht einen Pulli mehr im eingepackt hätten und eine Hose mehr statt ein T-Shirt und eine kurze Hose. Ja. Aber das variiert natürlich, also wir hatten jetzt in dem Fall einfach nur Pech, schätze ich jetzt mal. Aber es hat gereicht. Genau. Jetzt, wo wir abreisen, habe ich den Wetterbericht geschaut und es wird in 2 Tagen hier 26 Grad geben. Heute sind 14. Man kann auch Pech haben. Aber wir haben das Beste draus gemacht und uns auch neu bei schlechtem Wetter angeguckt. Ja. Und das geht auch. Es geht auch. Einfach Regenjacke mitnehmen, haben wir auch dabei. Und dann in die Stadt ziehen. Ja, letztendlich unser Fazit zu Vietnam ist, Vietnam ist ein wunderschönes Küstenland. Also sehr langgezogen, das heißt, dass man auch wirklich mehrere Klimazonen durchwandert. Vom heißen Süden, wo die Strände sind, zum Zentrum, wo man wirklich wahnsinnig viel Kultur auch sieht. Und auch atemberaubende Natur, wie jetzt das mit den Sanddünen. Ich meine, da steht man mitten in der Wüste in Vietnam und dann zieht man weiter in den Norden. Dann sind diese riesen Kalkfels, ne? Und ja, die Menschen sind auch ganz anders plötzlich. Also da ist Vietnam wirklich sehr vielfältig und wenn man nichts gegen den Massentourismus hat und die Orte mit den ganzen anderen Touristen teilen kann und mit Stäbchen essen möchte, dann ist man, glaube ich, in Vietnam richtig. Es muss einem auch vorher klar sein, dass Vietnam ein Entwicklungsland ist, dass es auch hier mal lauter sein kann, dass Verkehr ein bisschen chaotischer ist und dass es auch auf der Straße mal dreckig sein kann. Aber wir sind halt eben in Asien. In Asien. Und wenn das alles einen nicht stört, dann
würde ich sagen, pack die Tasche und flieg los. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in